So, und herzlich willkommen. Ah, Dreimling, hi. So, schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Diablo 4. Heute, ein paar Stunden vorher natürlich, hat in der Season 1 das Midwinter-Fest? Das Weihnachtsevent in Diablo 4 gestartet und ich dachte mir, guck mir das mal an. In der Hoffnung, dass man minimal was an Story kriegt. So, dann gucken wir nochmal rein. Wie man sieht, habe ich meinen Zauberer vom saisonalen Realm nicht auf 100 gebracht. Das war einfach zu langweilig. Nee, ich habe den nicht auf 100 gebracht. Ganz einfach, ich habe andere Dinge gespielt. Ganz einfach. So. Die Midwinterpest. Ja, da haben wir doch direkt eine Quest. So, mir scheint, wir haben wieder eine neue Art von Gebiet bekommen für dieses Event. Wir haben in der Season haben wir einmal so eine ähnlich roten wie die PvP-Gebiete für den normalen Höllenflut-Modus. Dann haben wir grün gefärbte für die Season. Jetzt haben wir für das Event lila gefärbte von der gleichen Variante. Es gibt scheinbar Dungeons oder Plätze für Opfergaben, die markiert sind. Gut, bin ich gespannt. So, dann gucken wir uns doch mal die Quest an. Hui, ich glaube, ich habe mich noch nie einer Person vorgestellt, die ich besinge. Das liegt daran, dass ich über vieles singe, will ich damit sagen. Gillian, Wanderbarde. Was passiert hier? Ach, nun, die zersplitterten Gipfel waren schon immer voller Gefahren. Doch in diesen strengen Wintermonaten lauert uns eine ganz andere Art Monster auf. In dieser Zeit der Midwinterpest wollen wir eine Hoffnung wecken, die auch in der Dunkelheit bestehen kann. Ich bin kein Kämpfer, sondern ein Held aus Liedern, so wie ihr. Wenn ihr diese Monster erlegt und einen Beweis bringt, können wir ihn auf dem Platz ausstellen. Sowohl als Schutz, als auch als Versprechen der Standhaftigkeit. Hat mich das Spiel gerade in eine andere Phase gesteckt? Mitten im Dialog? Oder kam mir das gerade nur so vor? Was sind das für Monster? Die Leute erzählen sich alle möglichen Geschichten über sie, aber keine guten. Es heißt, dass sie groteske Masken trügen, nur Schandtaten im Sinne hätten und alle entführten, die sich zu weit vom Feuerschein entfernten, um sie einer Bestie zu opfern, die man rotgehüllter Schrecken nennt. Okay. In einigen der schrecklicheren Geschichten heißt es sogar, dass diese Monster einst selbst Opfer gewesen seien. Aus gefrorenen Höhlen wieder zum Leben erweckt und nun auf ewig in der Schuld ihres neuen Meisters. Okay. Midwinterpest, der rot gefüllte Schrecken und seine bösartigen Pestscheusale terrorisieren unablässig die zersplitterten Gipfel. Aha. Besiegt Midwinterpestmonster und schließt Aktivitäten ab, um die Ereignismaterialien, verpestete Fragmente, verlorene Erbstücke sowie rotgehüllte Trophäen zu sammeln. Tauscht Ereignismaterialien am Sammlungstisch in Kiowaschat gegen Midwinterpestbeweise ein, um den Midwinterplatz aufzuwerten und eine Reihe von Belohnungen freizuschalten. Mit Midwinterbeweisen könnt ihr befristete Ereignisbelohnungen von Gillian kaufen. Toll, dass ich erst Gillians Fenster schieße, wenn ich das Ding direkt davor meiner Nase habe und vorlese. Und dort steht, dass ich mit dem gleichen Knopf schießen soll. Klasse. Wird mit der Midwinterpest etwas Bestimmtes gefeiert? Eigentlich nicht. Jedenfalls nicht ganz. Ich glaube, dass ich das noch nie ohne reimende Verse erklärt habe. Aber, tja, in solch dunklen Zeiten, zum Schutz gegen Monster,
Man muss sich vor so viel fürchten. Also versammeln sich die Leute im Lichte, um zu feiern, in Gedanken an die Toten. Der Platz ist nicht nur mit Bildnissen von Monstern dekoriert, sondern auch mit Erbstücken der Verlorenen. Diese Wärme und Geschlossenheit entspringen keinem Mangel aus Angst. Im Gegenteil, wenn wir Angst haben, brauchen wir uns am meisten. Ah ja. Was macht eigentlich ein Bade hier? Aufgewachsen bin ich zwar in Havesa, aber geboren wurde ich hier. Meine Mutter hat mir von der Jahreszeit hier erzählt. Sie, und damit meine ich die Kathedrale des Lichts, freut sich nicht sonderlich darüber, dass wir diese Tradition wieder aufleben lassen. Aber ich stehe nicht alleine da. Alle hier wollen zu ihren Wurzeln zurück. Die Musik, der Tanz. Ohne diese Dinge können wir in der Dunkelheit nicht bestehen. Und wer würde sich besser eignen, sie zu verbreiten als, nun, ich? Ah ja. Das wäre wohl eine Rückentrophäe für mich, I guess. Und eine Reittiertrophäe. Was gibt's hier noch alles? Bisschen was, aber wenig, was ich mit diesem Charakter benutzen könnte. Aber an und für sich, wenn ich alles sammeln möchte, muss ich viel sammeln. Wir wollen aber nur die Quest vor allem abschließen. XP-Trank. Gold, I guess. Achso, das sind so random Belohnungen. Ein Stab. Wäre schön, wenn man so eine Preview machen kann. Gibt es das vielleicht mit der Maus? Nee. Nee. In manchen Spielen kann man eine Vorschau machen. So eine Sachen wie, World of Warcraft oder so Blizzard-Spiele normalerweise. Mit Winterleuchtfeuer, Fokus-Skin, Dolch-Skin, das hatten wir gerade. Also so eine Handvoll von Sachen gibt es schon. Okay, sammelt Midwinter-Material und tauscht die gegen Midwinter-Beweis ein. Das lila, ne? Achso, das ist der Tisch. Man tauscht diverse Sachen gegen die Währung. Man hat also drei Währungen, die man in eine Währung umtauscht. Und hier gibt es diverse Stufen. Mir scheint, dass wir nicht so viel Story haben werden. Dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Mein Junge. Gucken wir es mal. Also, mir scheint, es ist auf jeden Fall sehr laggy gerade. Weiß nicht, ob das an mir liegt oder daran, dass gerade ein bisschen was los ist hier. Auf jeden Fall haben wir direkt vor der Tür zig Leute. So, und das hier ist. Schauen wir nicht viel.
Gehen wir mal woanders lang. So, jetzt wo wir... Ich wollte gerade sagen, wo wir alleine unterwegs sind, aber ist hier jemand allein? Nee. Wir sind wirklich noch alleine. Läuft, kriegen wir zumindest auch die, den Loot davon. Das ist, guck gerade, wo das hingekommen ist. Hat das einen extra Tab oder sowas? Ich sehe es nicht. Woran sehe ich da, wie viel von diesen Dingern ich gesammelt habe? Im normalen Inventar ist nichts und es gibt auch kein anderes Inventar scheinbar. Ich verstehe gerade nicht ganz. Ich verstehe gerade nicht ganz, wo die Season-Sachen sind. Oder vielmehr die Weihnachtssachen sind. Ah, da oben. Es gibt einen extra Tab. Wir haben schon 108 von diesen Dingern. Okay. Ganz schön viel, oder? Okay. Dann ist das so. Trotzdem fühlt sich das alles ein bisschen laggy gerade an. Ich weiß nicht, ob das gerade an mir liegt oder daran, dass das halt gerade wegen dem Event ein bisschen mehr los ist im Spiel. Also ich konnte theoretisch relativ gut inzwischen, glaube ich, spielen, meine ich mich zu erinnern. Das könnte daran gelegen haben, dass nicht mehr so viel los war. Natürlich so minimale Einbrüche gab es trotzdem immer noch überall. Aber kommt mir gerade auf jeden Fall mehr vor, als ich das letzte Mal hatte, als ich gespielt habe. War hier nicht gerade irgendwas aufgepoppt? Der gehört das nicht zu, oder? Das war einer der Gras, glaube ich, gewesen. Gut, ich werde jetzt wieder ein bisschen auf dem Weg ein bisschen noch was mitnehmen, aber ich denke mal, wir gucken mal, ob wir das, was wir jetzt gesammelt haben, umtauschen können schon. Weil wir wollen ja vorwiegend die Storyline machen, das ganze Farm brauche ich nicht heute unbedingt machen dann, ne? Okay, war nichts auf dem Weg, egal. Wegen den ganzen Leuten.
Wir haben 166 und brauchen 300. Okay, ich habe das natürlich nicht gelesen vorhin. Ich habe nur gesehen, dass man überhaupt hier umtauscht. Ich denke mal, das hier wäre der Boss. Hast du nichts mitgekriegt, Logo? Oder was soll ich jetzt aus deinem Satz ziehen? Dem Licht sei Dank, dass ihr hier seid. Mein Junge, ich glaube, dass er besessen ist. Nee, ich bemerke nur gerade, dass wahrscheinlich wegen der Vielzahl die Leute, die wegen dem Patch jetzt reingucken, das gerade ein bisschen laggy ist. Weil ich meine, mich zu erinnern, dass es nicht mehr ganz so laggy war, das letzte Mal, als ich gespielt habe. Es hätte aber auch daran liegen können, dass das letzte Mal halt weniger Leute gespielt haben. Falls du in Anführungszeichen die Story nicht mitbekommen hast. Da steht ein Bade in der Stadt. Und der hat quasi gesagt, Grindel, Junge. Und ich habe gerade festgestellt, ich habe noch nicht genug. Sammeln wir da was, ne? Ich will halt nur so viel für die Storyline, falls es eine theoretisch gibt. Aber wenn es halt echt nur der Grind dann sein wird, dann brauche ich das natürlich alles nicht heute machen. Dann hole ich mir dann irgendwann bis Januar die Skins, die es da gibt, und dann ist gut. Übrigens, Loro, ich habe dir ja letztens erzählt, dass ich hier ein bisschen für Videos irgendwie was versucht habe zu gucken, ne? Und tatsächlich weißt du noch die Idee mit den Time Wave Mechaniken, wo ich sagte, das wäre doch ein tolles Thema? Eins der Methoden für Live-Action-Spiele ist, die Leute mit Seasonal-Events und Belohnungen wieder zurückzuholen, um an das Spiel zu binden. Kommt mir bekannt vor irgendwie. Ich weiß nicht warum. Kommt mir irgendwie bekannt vor, weiß ich nicht. Ich glaube, das habe ich dir nicht geschickt gehabt. Aber das Thema, das hatten wir mal drüber gesprochen für den Podcast. Ich habe halt noch eine andere Wall of Text mir machen lassen. Habe halt nochmal geguckt und dachte so, ja, kann man nehmen. Weil ich mir dachte, wenn ich schon mache, dann kann ich das da gleich mitmachen. Und ja. Und auf jeden Fall zu den Dingen, die ich mir dann nochmal angucken werde. Was ist hier eigentlich? Wenn ich hier gucke. Das ist jetzt. Hier ist wahrscheinlich nichts. Das ist wahrscheinlich nur für das ganze Gebiet, ne? Aber deswegen gucken die Leute trotzdem hier gerne. Der fiel mir gerade nur ein, weil es ist ja ein Season-Effekt-Event hier. Und davor habe ich halt auch nicht wirklich reingeguckt, ne? Deswegen bin ich ja noch 94 und nicht 100. Natürlich habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber ich bezweifle, dass ich sehr viel anfangen werde, bis die Season endet. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann die Season endet. Da steht irgendwo. Stand gerade irgendwo im Hauptmenü. So.
Wir haben genug, glaube ich. Um zumindest einmal umzutauschen. Egal. Das gehört natürlich dazu. Sind auch so Sachen, also meiner Meinung nach, gehören auch Sachen dazu, wie zum Beispiel, denk an Gacha-Spiele, wo du für alle möglichen tollen Sachen, wie zum Beispiel, wenn du einen Charakter ziehst oder ein Item ziehst, ne? Und dann hast du da so eine tolle Menü-Animation, die du nicht abbrechen kannst. Du musst 10-mal draufklicken, damit diese Animation 10-mal weggeht. Und die dauert immer wieder mehrere Sekunden. Immer wieder. Und das addiert sich, dass du da minutenlang sitzt und klickst. Und eigentlich nichts anderes machst. Ne? Ist das nicht Zeitverschwendung? So, gucken wir mal. Sammelt Midwinter-Materialien und tauscht sie um. Wir haben Midwinter-Materialien und können eintauschen. Kriegt 10 Punkte. War's das? Ist das die Quest gewesen? Ich glaube, das war die Quest. Es ist echt nicht mehr. Es ist, der Typ sagt, ich glaube, das ist echt das. Ich glaube, das war's echt. Danke fürs Reinschauen. Ich bin mir ziemlich sicher. Es sei natürlich, wenn man hier unten die Tributstufe noch erhöht. Wo man dreimal Beute, Loot-Chest bekommt. Im Grunde genommen. Aber entweder es passiert doch irgendwas, wenn man die Stufen hoch macht. Oder es passiert halt gar nichts. Er hat jetzt initial gesagt, warum er hier steht im Grunde genommen. Man kann das alles noch schöner schmücken. Indem man halt das weiter upgradet, I guess. Und das war's. Das ist die Season Quest. So, dann gucken wir noch mal, ob wir die erste Stufe da abschließen können. Sind das jetzt die Fähnchen gewesen? Ja, die Fähnchen sind neu, ne? So, weil ich nicht mehr viel vom Event erwartet habe, hatte ich ein bisschen so noch aufgenommen, ein bisschen gegrindet, dass ich zumindest den Platz aufwerte. Ich hatte eventuell erwartet, noch auf Level 100 zu kommen, war jetzt nicht passiert. Und so bin ich ganz zufällig in diesen Special Boss von dem Event reingerutscht. Das ist dieser große Kapuzenhain mit der Axt. Der spawnt dann gleich, wenn die Statuen hier ringsum fertig sind. Und ja, da habe ich dann davon halt auch eine Aufnahme. War mir jetzt nicht so wichtig, aber ja, hat man. Was man hat, das hat man. So, hier ist das Upgrade zur letzten Stufe vom Eventplatz. Das habe ich auch noch aufgenommen. Da kriegt man noch ein nettes Liedchen getrellert vom Baden. Immerhin etwas.
besser als was ich erwartet hatte jetzt nach dem ersten Stream, den ich gemacht hatte. Der Platz, ihr könnt sie doch auch spüren, oder? Die Hoffnung an diesem Ort, die selbst im Angesicht der Dunkelheit um uns herum leuchtet. Das haben wir nur euch zu verdanken. Ich habe seit unserem letzten Treffen etwas komponiert. Ihr habt euch als wahre Muse für mich herausgestellt. Erfüllt also weiterhin eure Aufgabe, dann erfülle ich meine. Blick ich morgens hoch zum Himmelszelt, leuchtet mir dort kein Licht, so kaltgrau die Welt, die Dämmerung fort, ihr Wort unerfüllt, bis die Sonne wieder mit Licht uns umhüllt. Welch endlose Nacht, welch eiskalte Wind, wo der Teufel im Dunkel auf Todesfurcht sind. Die Dämmerung bleibt aus, oh, wo kann sie sein? Warum lässt sie uns nur im Grau ganz allein? Doch dann hörten wir inmitten der Sorgen ein Flüstern, war's nur, bald dämmert der Morgen. Ein Bote der Dämmerung, ein Feuer im Schein, das Wort wird erfüllt, unsere Sonne kehrt heim. So, und damit ist das wahre Questende der Seasonal Event Quest der Midwinterpest abgeschlossen. Ja, man hat es vielleicht an dem Vollbild gemerkt. Ich hatte irgendwann einfach nur aufgenommen, dass ich irgendwie den Kram da noch ergrinden kann. Aber, ja, man hat auch wirklich gesehen, es hat nicht wirklich viel gehabt. Ich habe jetzt noch ein paar Highlights jetzt hier reingemacht. Einmal den Boss, den man gesehen hat, und halt jetzt das Ende der Quest, wo ich den letzten Rest des Upgrades gemacht habe. Der Rest wäre halt nur noch gewesen, sich die Items zu agrinden, die man da in diesem Laden von den Typen holen kann. Aber ja, das muss jetzt echt nicht sein. Dementsprechend, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.